Paavo Järvi und die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. In Schumann et Pier 2 interpretieren sie die vier Sinfonien von Robert Schumann auf neue Art. Ihnen geht es vor allem um die abrupt wechselnden Stimmungen in den Werken. Im Film geben Dirigent und Musiker Einblicke in ihre Arbeit und die Musik des romantischen Komponisten Robert Schumann. Leidenschaftlich. Jetzt feierte die Produktion Premiere im Kino International in Berlin. Natürlich mit dabei der estnisch-amerikanische Dirigent Paavo Järvi. Schumann ist jemand, der alles gegeben hat und nichts versteckte. Und er hatte diese enorme Fähigkeit, etwas auszudrücken und dann ganz plötzlich in eine Richtung zu gehen, die man am wenigsten erwartet hätte. Alle diese wundervollen, ich nenne sie neurotischen Kanten in Schumanns Musik, versuchten die großen Dirigenten traditionell zu glätten. Und wir wollen sie gerade nicht verstecken, sondern im Gegenteil herausstellen. Rund 500 Gäste kamen zur Premierenfeier. Regisseur Christian Berger von der Deutschen Welle will mit seinem Film auch Menschen ansprechen, die sich sonst nicht für Klassik interessieren. Ein Garant dafür, sein Hauptdarsteller. Jetzt ist alles großartig. Paavo Järvi ist natürlich so der Anker des Films, ist der Star. Und er versteht es halt ungemein gut, mit einfachen Worten auch komplizierte Zusammenhänge, musikalische Zusammenhänge zu erklären oder auch die Begeisterung zu vermitteln. Und das ist unbezahlbar. Rückblick. Die Konzertmitschnitte für den Film entstanden im Herbst 2011 in Bremen. Drehort das Pier 2, eine eigentlich für Rock- und Popkonzerte umgebaute ehemalige Werfthalle. Der Kontrast der industriellen Kulisse zur romantischen Musik Robert Schumanns war für die Macher besonders reizvoll. Für die Musiker gewöhnungsbedürftig. Kameras laufen ständig, auch während der Proben. Es ist natürlich schon irgendwie eine außergewöhnliche Situation, weil eben man sozusagen unter theoretischer Dauerbeobachtung steht. Du hast abgenommen? Nein. Nein? Aber das muss man halt irgendwie ausblenden. Bei späteren Studiodrehs in Berlin erklären Dirigent Paavo Järvi und Musiker wichtige Passagen aus den Sinfonien. Die weiße Studiosituation, ein starker visueller Kontrast zu den Konzertaufnahmen. Einzelne Instrumente werden außerhalb des Orchesters vorgestellt. Ja, das war wie Probespiel vor laufender Kamera. Also Probespiel ist ja unser Vorstellungsgespräch sozusagen. Und dann noch in Konzertkleidung, in Kamera, die schwierigsten Stellen der Hornliteratur zu spielen, ist irgendwie schon ziemlich mühselig. Aber in entspannter, liebevoller Atmosphäre haben wir das, glaube ich, ganz gut zusammengeschustert. Die aufwendige HD-Produktion realisierte die Deutsche Welle unter anderem mit dem deutschen Fernsehsender Radio Bremen und Unitel Classica, einem auf klassische Musik spezialisierten Fernsehkanal. Es ist ein exzellenter Film und ich bin ganz sicher, dass er für die Arbeit der Deutschen Welle einen wichtigen Beitrag leistet, weil es ja nicht nur darum geht, klassische Musik aus Europa, aus Deutschland, im Grunde genommen irgendwo aus einem Konzertsaal abzuspielen, sondern wir müssen ja auch den Inhalt vermitteln. Wir müssen ja sagen, welche Rolle diese klassische Musik hier spielt. Die Deutsche Welle zeigt Schumann at Pier 2 noch in diesem Jahr in zwei Teilen am 4. und 11. November. Außerdem erscheint bereits am 5. November eine DVD-Box mit dem Film und allen vier Sinfonien.